Gut, Leute, ich bin's wieder, eure Shisha-Keule. Heute, wie ihr seht, habe ich eine neue Pfeife hier. Und zwar, wie die einen oder anderen schon sehen können, ist das eine Ottermann-Pfeife. Halt, sie hat halt schon etwas Geschichte auf sich. Wir werden das gute Stück jetzt zusammen ein bisschen überarbeiten. Und zwar werde ich das nach dem Video von dem lieben Musi machen. Da schon mal ein Gruß an dich. Der hat mir auch noch einen Ausblasstupfen für die Ottermann besorgt. Den schickt er mir jetzt die Tage zu. Wir werden das Tauchrohr hier abmachen und durch die ganze Pfeife im Endeffekt von oben nach unten ein Edelstahltauchrohr reinsetzen. Erstmal die einzelnen Elemente, weil wer noch Ottermann noch nicht kennt, das sind Pfeifen, die auf Elemente aufgebaut sind. Und die sind halt alle hohl innen drin. Ich glaube, man sieht es jetzt nicht so unbedingt so gut. Allein, dass es dann eben nicht so aussieht wie jetzt zum Beispiel hier. Bauen wir das Ganze auf. Hier unten haben wir noch das Cambered Chamber System. Wer Cambered Chamber nicht kennt, ich mache mal gerade das Tauchrohr ab. Also Closed Chamber ist ein durchgehender Rauchkanal von Schlauchanschluss bis unten hin. Open Chamber ist so wie bei euren ganz normalen modernen Pfeifen ohne ja dieses System. Und dieses Cambered Chamber ist diese Mischung aus beidem. Ihr habt keinen durchgehenden Rauchkanal, aber immerhin diese Platte hier unten. Problem ist nur, dass die ganze Feuchtigkeit sich hier drin sammeln wird. Und das ist scheiße, denn dann gammelt uns das da innen drin weg. Das wollen wir nicht. Deswegen bohren wir das hier auf. Dann haben wir ein ganz normales Open Chamber und uns kann im Endeffekt so nichts passieren. Dann werden wir noch, wie gesagt, hier kommt ein Ausblasstupfen dran. Eine Kugel habe ich auch noch. Und hier sieht man jetzt hier, glaube ich, ganz gut, genau. Das bohren wir auf, denn die Pfeife wird eine Einschlauchpfeife und dass die Kugel hier vorne rauskommt, dass man ausblasen kann, weil das fest ist, das geht nicht ab. Bohren wir das auf, holen die Kugel da raus, hier kommt ein ganz normales Ausblasventil dran, ja. Und dann werde ich noch gucken, dass ich mir eine Platte, wie der Musi sowas hatte, denn ja, die Base, hier unten ist so eine Marke, denn die Base hier unten hat eine sehr kleine Auflagefläche und das ist ein bisschen blöd. Und dann gucke ich, dass ich da mir für eine hübsche Bowl noch was organisiere. Ja, dann würde ich sagen, ich lege das mal ein bisschen beiseite, mache ein bisschen Ordnung und wir sehen uns gleich im nächsten Part. Akkubohrer kennt jeder, Metallbohrer oben drauf. Ich habe jetzt hier die Größe 6 oder 7 mm. Das reicht auch im Endeffekt, denn wir wollen jetzt hier nicht das ganze Gewinde zerstören, sondern erstmal vorsichtig und langsam uns ranarbeiten. Geklappt, ihr seht, Loch ist drin. Man sieht, glaube ich, jetzt noch ganz gut, dass da in der Mitte noch so diese Haken sind, dass die Kugel noch nicht genau raus kann. Deswegen bauen wir das jetzt noch ein bisschen weiter auf, dass das da drin nicht so scharfkantig mehr ist und dass die Kugel uns noch rausfällt. So, noch eine etwas doch größere Friemelarbeit, damit jetzt auch die Kugel nicht rauskriegt. Da ist jetzt noch eine schärfere Kante. Ich weiß nicht, mit dem Finger kommt man nicht dran, also nicht rein. Heißt, uns kann da eigentlich im Grunde jetzt so nichts passieren. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkubohrer ein bisschen versuchen, schöner zu machen. Ja, eigentlich das, was wir wollten, haben wir jetzt auch schon geschafft. Wir haben den Schlauchanschluss aufgeschraubt, dass wir hier im Endeffekt die Kugel jetzt reinlegen können, dann kommt das Ventil drauf und ja, dann hätten wir die Base schon soweit vorbereitet, dass wir das Loch hier oben jetzt noch machen können. So, jetzt im nächsten Part machen wir das Open Chamber bzw. das Cumber Chamber zu einem Open Chamber. Heißt, wir gehen jetzt hin mit unserem Metallbohrer, gehen von Ecke zu Ecke in Anführungszeichen und bohren das Ganze einmal auf. Ganz wichtig ist, ihr seht hier unten drunter ist so ein, auf jeden Fall, wenn ihr mit dieser Schraubzwinge in Anführungszeichen arbeiten solltet, wenn ich denn, falls mir der Name beim Schneiden einfällt, schreibe ich es nochmal rein, geht hin und dreht das Ding nicht zu fest, denn wir wollen ja uns im Endeffekt hier die Base nicht verdellen und legt auf jeden Fall auch sowas wie ich jetzt im Endeffekt als Handtuch rein, dass euch einfach auch nichts noch irgendwie unnötig oder zusätzlich zerkratzt. Ich habe jetzt gerade einmal umgebaut. Wichtig ist, den Hammerschlag ausgestellt haben bei der Bohrmaschine und auch ganz vorsichtig mit der Geschwindigkeit, dass euch einfach nichts kaputt geht. Weil mit dem Akkubohrer dauert das zu lange, weil er nicht leistungsstark genug ist.
Was auch mal ganz wichtig ist, ist, dass ihr dem Metall auch ein bisschen Zeit gebt, dass es abkühlen kann. Denn ja, da wo gebohrt wird und wir haben jetzt hier keine separate Wasserkühlung, kann es einfach passieren, dass euch das Ding zu heiß wird. Hört immer so nach, keine Ahnung, ein paar Minuten einfach auf, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen die Hände entspannen wollt oder so. Ich denke, das ist besser. So, dann sehen wir jetzt, oder sieht man auch schon ganz gut. Die erste Hälfte ist geschafft und ihr seht innen drin in Anführungszeichen Katastrophe. Also das sieht bei weitem nicht schön aus. Das Ganze wird nachher aber noch abgeschliffen und so weiter. Wie gesagt, passt auf beim Einspannen, dass euch da nichts verbiegt. Wäre schade drum, deswegen lockert oder macht es gerade so, dass man noch so ein bisschen Kraft aufwenden muss. Und zieht es einfach nach dem Bohren immer wieder ein wenig nach. So, ihr seht, es ist schon gar nicht was rausgekommen. So sieht das Ganze jetzt nach dem dritten Loch aus. Ist für mich selber ganz interessant mal zu sehen. Ich habe das nämlich bis jetzt auch noch nicht so gemacht. Ich merke, hier vorne muss ich vorsichtig sein. Hier muss ich erst noch mal mit dem Schleifpapier auch drüber, dass ich hier nicht zu viel Wand wegnehme, denn sonst wird es näher instabil. Ihr seht auch, hier ist schon ordentlich was an Masse abgenommen. Man sieht jetzt, glaube ich, ganz gut. Wir haben das Ganze durchbrochen. Ja, da hängt jetzt noch so ein bisschen was dran. Ich habe festgestellt, dass ich das vorhin ein bisschen gebogen hat, aber jetzt ist es wieder, ja, wohl so ein bisschen kann man es bewegen. Das wird jetzt nachher eh hier oben rausgebohrt, denn ja, wir werden ja ein durchgehendes Rohr durchziehen, heißt, das alte kann ohne Probleme raus. Wir werden jetzt gleich mal gucken, wie wir das am besten vorsichtig da rausbuxiert kriegen, wenn das Ganze ist noch ziemlich voll. Irgendwas ist hier auch noch an Metall drin, dass das klimpert. Ja, wie gesagt, bei den Spänen passt auf, dass ihr davon nichts ins Auge bekommt oder auch nicht in die Lunge. Ist zwar ziemlich schwierig in die Lunge, aber seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr das Ganze ausklopfen solltet. Wir haben das Ganze ja jetzt ausgebohrt. Ihr seht schon diese leichte Schieflage, denn das Ganze hat sich gerade schon etwas bewegt. Wir werden jetzt mal eine kleine Zange nehmen und gucken, ob wir das vorsichtig gelöst kriegen. Ich hoffe, dass das mit den Kameraeinstellungen ganz gut so ist, dass ihr genug seht. Licht ist, weiß ich, etwas eingeschränkt, aber ich kann es leider nicht anders machen. Das ging jetzt doch ganz flott. Also hier sieht man auch nochmal. Ja, und das ist dann dieses Rohr, was da drin verbaut ist. Also es fühlt sich sau komisch an, sau matt. Auch hier die Hände sind schon leicht dreckig von dem Zeug, was ihr so dran klebt. Hier unten drunter ist das Messing sehr schön. Wenn ihr da bohrt, passt auf, dass ihr euch die Wand nicht kaputt macht, so wie ich da. Also Gott sei Dank ist jetzt nichts passiert. Wir haben uns das nicht zerstört, weil es wäre schade gewesen, wenn wir jetzt hier irgendwo rausgekommen wären oder uns hier die Base von außen irgendwie vermackelt hätten. Das wäre sehr, sehr schade gewesen. Gott sei Dank nicht. Also wie gesagt, wenn ihr das Ganze da drin aufbohrt, passt auf, dass ihr euch im Endeffekt da nicht wie ich in die Wand reinjagt. Denn hier ist ja noch drin der Stoppen drin, den wir jetzt auch noch mal einmal ausbohren werden. Allerdings seid hier jetzt bitte ganz vorsichtig, denn hier oben ist euer Gewinde und das Gewinde werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich es jetzt endlich abgekriegt, oder was heißt abgekriegt, das Loch größer bekommen. Seid auch da wieder vorsichtig, dass ihr, wie gesagt, das Gewinde euch da nicht hier innen drin kaputt macht, denn das brauchen wir später noch. Den Rest würde ich jetzt mit der Hand feilen, also da würde ich jetzt nicht mehr mit der Bohrmaschine rumhantieren, einfach
um das Gewinde nicht zu beschädigen. Wie gesagt, hier innen drin werden wir jetzt auch noch ein bisschen auspolieren, dass es da drin nicht so ekelig aussieht. Also ich möchte es zumindest so gemacht haben, weil ja, das gefällt mir so noch nicht. Und wie gesagt, hier oben, die müssen ja auch noch gefeilt werden. So, ich habe mir jetzt mal eine Feile besorgt. Am besten nehmt ihr da so eine mit einer Rundung oder wenn ihr habt eine ganz runde, ist es noch besser. Habe ich aber leider nicht zur Hand. Mit der runden Seite geht das aber auch. Und dann fangt ihr jetzt einfach an, so ein bisschen hier zu feilen. Das wird jetzt auf jeden Fall lange dauern, deswegen mache ich jetzt hier schon mal einen Cut, weil das ist ja einfach unnötig, wenn ihr da jetzt hier seht, wie ich 5,5 Stunden rumfeile. 6,5 Stunden später. Also ich hoffe, man sieht das jetzt. Man sieht es so, sieht man es, aber in der Kamera sieht man es eher ziemlich bescheiden. Allerdings, das ist super geworden im Verhältnis zu vorher. Man sieht zwar, dass das so extrem pickelig ist, aber ich glaube, das ist einfach durch das nicht polierte Messing in der Mitte. Gut, da oben sieht man noch so eine ganz leichte Verfärbung, aber im Grunde bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Wie habe ich das Ganze denn jetzt so poliert, dass das in der Mitte, also hier an den, gerade an den Ecken, das ist super, super weich geworden. Das finde ich richtig klasse, hätte ich gar nicht gedacht. Hier, also das ist wirklich sauschön und weich geworden. Jetzt sieht, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Das ist wirklich saugeil geworden. Und auch so an sich, es fühlt sich mega weich wieder an. Ich habe einfach hier diese Küchenstahlwolle auf ein Bit mit Kabelbinder festgemacht, rein und drehen lassen. Das hat so Wunder bewirkt. Dann einmal nochmal nass und im Endeffekt, ja, einfach hier auf das leere Bit geschraubt. Das kann man nachher wunderbar einfach abmachen. Den Kabelbinder wieder weg und ihr könnt das Ding sogar noch probieren, benutzen. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Ich werde es vielleicht noch einmal machen, wenn das jetzt wieder abgetrocknet ist, dass die Stahlwolle, dass halt einfach dieser Schleifeffekt noch mal ein bisschen besser wird. Aber jetzt bin ich schon echt super zufrieden mit der Base, muss ich wirklich sagen. Da haben wir jetzt das vorerst endige Ergebnis. Also im Gegensatz zu vorher eine deutliche Steigerung. Man sieht, das glänzt richtig. Also gerade hier oben, das ist super toll geworden, wenn ich überlege, wie matt das oder wie rau das am Anfang war. Richtig schön golden poliert. Jetzt bin ich mit der Base eigentlich an sich ganz zufrieden. Die nehme ich jetzt nochmal und pack sie in Messingpolitur bzw. schmier mit Messingpolitur ein, lasse es ein bisschen einziehen und poliere das Ganze dann nochmal mit einem Handtuch von innen bzw. einem Poliertuch. Und ja, dann wäre die Base jetzt vorerst erstmal fertig vom Projekt. Zweiter Tag. So, jetzt habe ich mir das Edelstahlrohr besorgt. Hat mich jetzt bei uns im Bauhaus 10 Euro gekostet. Und das kann man ja definitiv ausgeben. In der Zeit habe ich noch mal hier innen drin Messingreiniger sauber gemacht. Kannst du nochmal in Anführungszeichen 8 poliert. Das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir jetzt heute hin und messen das Rohr aus. Ich habe jetzt ein 8 mm Rohr, also 8 mm Innendurchmesser. Also ein 10 mm Rohr außen. Und dann werden wir jetzt mit dem Kopfadapter anfangen runterzuschleifen. Das Ganze sieht dann jetzt schon mal so aus. Passt allerdings noch nicht ganz. Wir haben das Ganze jetzt hier jetzt ausgebohrt. Ist jetzt auch schon mal abgeschliffen. Jetzt gucken wir mal, ob es auch hier durchgeht, ob es passt. Ja, perfekt. Es ist auch nur ein minimaler Schlitz zu sehen. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Heißt, wir müssen wenig Füllmaterial nachher reinpacken, sondern es einfach nur gut verkleben. Als Kleber verwende ich den Patex Kraftmix. Nicht wie Musi von Berner, das Flüssigmetall, weil erstens mal müsste ich das im Internet bestellen. Ich kriege das hier so bei uns in den Baumärkten vor Ort nicht. Das ist meines Erachtens genauso gut geeignet. Das ist bis 150 Grad hitzebeständig. Ich müsste jetzt bei dem Flüssigmetall von Berner nochmal gucken, aber ich glaube, das war so um denselben Dreh ungefähr gewesen. Ich habe mit der Firma Patex auch schon telefoniert und habe mich informiert und beziehungsweise nachgefragt, wie es aussieht mit Lebensmittelechtheit. Grundsätzlich, diese ganzen Klebstoffe haben keine Lebensmittel-Echtheit-Zertifikation, denn die Dinger werden nicht geprüft, dass sie im Lebensmittelbereich verwendet werden. Ich habe mich allerdings mit dem Typen oder mit dem Herrn da unterhalten und der meinte auch, er persönlich selber, ich habe ihm meine Situation gedeutet und ihn gefragt und er meinte selber auch, das ist überhaupt kein Problem, das sollte man verwenden oder kann man ohne Probleme verwenden. Wichtig ist halt, Lasten richtig aushärten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ist das Zeug nicht richtig ausgehärtet, können natürlich irgendwelche Dämpfe entstehen dabei. Seht, dass es so gut wie möglich dicht ist.
dass nirgendwo das Zeug reinlaufen kann. Aber ist dieser optischen Epoxidharz mit diesen Metallbestandteilen erstmal vollkommen durchgehärtet, wird euch da nichts passieren. Beziehungsweise hat man mir so gesagt, gewerblich sieht das Ganze nochmal anders aus. Allerdings sind wir kein Gewerbe oder ich bin kein Gewerbe, sondern wir benutzen das Ganze privat. Heißt Dazen, Klebstoff können wir benutzen. Wir werden mal gucken, wie er sich verhält. Wenn er auch genauso gut klebt, wie der Mann mir das versprochen hat, dann kann ich das auf jeden Fall schon mal empfehlen. So, jetzt kommen wir mal zum Rauchsäulenelement. Und zwar müssen wir jetzt auch hier nochmal aufbohren, denn hier passt das Rohr noch nicht rein. So, dann haben wir jetzt noch dieses gute Stück, und zwar den Kopfadapter oben. Den werden wir jetzt, oder beziehungsweise die Kohletelle-Auflage, den werden wir jetzt auch noch schnell bearbeiten. Und dann hätten wir die meisten Bohrersachen oder Bohrungsteile eigentlich schon erledigt. So, auch das haben wir jetzt gut aufgebohrt, sowohl unten als auch hier oben. Ich habe die ganzen Sachen jetzt auch nochmal abgefeilt. Ich denke, das habt ihr jetzt ja verstanden. Jetzt stecken wir mal das Ganze zusammen. Anfangen tun wir jetzt mal mit der Base, weil ich jetzt gerade mein Stativ nicht dabei habe. Deswegen muss ich das gerade jetzt mal per Hand halten. So sieht das Ganze jetzt im Endeffekt dann ganz aufeinander gesteckt aus. Jetzt können wir das Ganze eigentlich auch schon in die richtige Höhe ziehen. Ja, das Ganze wird dann im Endeffekt jetzt richtig verschraubt und dann geklebt. Das Rohr lasse ich erstmal noch lang, dass ich das mir nachher dementsprechend auf die Höhe oder auf den Wasserstand kürzen möchte, den ich näher brauche. Dann werden wir jetzt diesen Kleber mal, den müssen wir nämlich auch erst aufschneiden. Einmal, zweimal. Und dann wird der hier in so ein, kriegt er so mitgeliefert, so einen kleinen Spachtel und sowas zum Anmischen. Ja, und dann werden wir das jetzt mal da reinfüllen. Wir haben allerdings nur 5 Minuten Zeit. Stinkt aber schon mal ziemlich eklig. Das kann man schon mal sagen. Man hat natürlich diese Decke nicht. So, ich habe jetzt auch nochmal hier so Zahnstocher geholt, weil ich denke, das geht besser als hier mit diesem Spachtel da, um das nachher reinzufüllen. Und dann heißt es jetzt erstmal vermengen. Also ihr seht, das ist auch so, wie gesagt, so metallisch. Ja, das sollte reichen. So, und dann nehmen wir uns jetzt erstmal den, ziehen das ein bisschen zurück, unseren Kopfadapter, und dann schmieren wir jetzt erstmal das Rohr ein. Ich werde das nachher oben noch abtrennen. Ich mache mir jetzt oben ein bisschen zu viel, dass ich es noch anfassen kann. Und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Jetzt heißt es erstmal einfach abwarten. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal hier oben, hier die Stellen sind, finde ich, sehr, sehr schön geworden. Das sieht sehr ordentlich aus, auch wenn hier vorne jetzt leider etwas runtergelaufen ist. Aber sonst kann man das definitiv so lassen. Wie sieht es jetzt hier innen drin aus? Das hat eigentlich saugut geklappt. Ihr seht, dass der Kleber da richtig schön an dem Tauchrohr ist. Ich habe einfach das Edelstahlrohr genommen, habe das mit dem Flüssigmetall grob eingeschmiert, habe mir die Markierung gesetzt, wo es oben rausgucken soll und wo es maximal bis unten hin von dem Open Chamber sein soll. Ja, habe es dann gut bestrichen, Ring gesteckt und natürlich durch das auch oben geht der Kleber wieder runter und wir haben eine super geile Schweiß- bzw. Klebenaht da unten. Ja, das Ganze lasse ich jetzt erstmal bis zum morgigen Tag liegen. Heute mache ich jetzt nichts mehr. Und ja, gucken wir mal. Dann, ich werde jetzt noch rausmessen, wie lang das Tauchrohr von meiner Sultan ist, weil das hat nämlich sehr gut eine sehr gute Länge. Und dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Dritter Tag. Kommen wir dazu. Ihr seht, die Pfeife ist jetzt wieder in der waagerechten. Ich gehe jetzt mal hin und kürze das Tauchrohr auf 15 cm. Das erscheint mir und wahrscheinlich euch jetzt auch noch ein bisschen lang. Liegt aber einfach jetzt daran, weiß noch nicht halt, welche Ball drunter kommen. Kürzen kann man ganz schnell, dran machen aber nicht. Und dann habe ich lieber ein paar Zentimeter jetzt erstmal zu viel. Und dann kürze ich mir das jetzt erstmal auf die 15 cm. Ja, und jetzt werdet ihr euch fragen, mit was werde ich kürzen? Wie es beim lieben
Da ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, der Gute hat jetzt das damals mit einer Stichsäge, genau, mit einer Stichsäge und einem Metallblatt gemacht. Ich benutze dieses Teil hier. Der macht euch das halt perfekt in Anführungszeichen, das Abtrennen. Also ihr könnt hier die Größe verstellen. Ihr habt dann hier solche Rollen dran, dass euch das Metall nicht zerkratzt wird. Und hier ist so eine Schneide. Und bei jedem Mal, wenn ihr zwei, drei Mal rumgegangen seid, wird halt wieder ein bisschen mehr rangeschraubt. Genau. So, das führt man dann einfach in Anführungszeichen hinten über die Spitze. Da an der Stelle, wo man es cutten möchte. Dann schraubt man an, bis es ja, ziemlich gut sitzt. Wichtig ist, haltet die Pfeife fest oder wenn ihr sie in dem Schraubstock hier und seid immer vorsichtig, dass ihr euch das Messing hier nicht verbiegt, also nicht zu fest. So, haltet es ein bisschen fest und dann könnt ihr einfach hingehen und schrauben, also einmal so drehen, dann ein bisschen wieder anziehen und wieder einmal rum. So, und das macht ihr jetzt im Endeffekt, bis das Rohr gleich automatisch ab ist. Da schon ihr seht. So, und jetzt werdet ihr sehen, wie geil. Also wie gesagt, es ist jetzt noch ein bisschen lang, aber guckt euch mal an. Guckt euch mal an, wie geil das ist. Wie geil das abgegangen oder abgeschnitten ist. Ohne irgendwelche Ränder. Es ist ein bisschen scharfkantig, aber wir haben an hier dem Ding einen Endkrater. Der wird hier einfach nur so rausgeschoben, dann geht man hin, ist auch nicht schwierig oder kompliziert, geht hin, halt das Tauchrohr ein bisschen fest und dann macht ihr einfach so. Und schon könnt ihr mit dem Finger drüber fahren und ihr schneidet euch nicht. Richtig, richtig geil, also das finde ich wirklich toll. Das Ding kostet ein bisschen was. Ich weiß jetzt persönlich nicht wie viel, aber die sind nicht ganz billig. Deswegen, ich bin froh, dass ich es jetzt habe, dass ich es benutzen kann. Ich würde es mir jetzt aber nicht unbedingt deswegen extra kaufen. Vielleicht mal im Baumarkt nachfragen, ob man die leihen kann. Oder bei Bekannten fragen, ob die so ein Schneidegerät haben. Wie gesagt, ihr seht ja selber, es ist wirklich richtig schön glatt und ordentlich. Also besser hätte ich es mit der Dings nie hinkriegen. Was müssen wir jetzt noch an der Pfeife machen? Hier oben, das Tauchrohr muss noch abgemacht werden. Auch das werde ich wieder mit diesem Schneidgerät abmachen. Das Ganze muss hier dann oben noch beigeschliffen werden. Und dann hätten wir es im Grunde eigentlich. Vierter Tag! Jetzt werden wir den Kleber abschleifen. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen angefangen. Einfach um auch selber für mich zu testen. Ich habe jetzt hier 120er, 40er müsste das glaube ich sein. Ja, 40er und das müsste 80er sein, genau. Und 80er Schleifpapier. Damit geht ihr im Endeffekt, ich habe das Ganze jetzt, ich habe hier oben das Stück noch dran gelassen an der Pfeife. Um halt einfach das abzuschneiden. Und ich zeige euch jetzt im Endeffekt ja nochmal, wie ich das Ganze jetzt mit dem 120er fein mache. Ich habe die Pfeife jetzt einfach hier in den Akkubohrer festgemacht. Jetzt kann ich hier drücken und dann dreht die Pfeife sich. Und ich schleife hier den Kleber, der am Metall ist. Natürlich zerkratzt durch, natürlich ist etwas das Metall. Deswegen gehe ich jetzt hin und mache mir einfach die ersten zwei Ringe hier oben wieder in den Messingfarben. Und ja. Das sieht, denke ich, oder finde ich gar nicht verkehrt aus. Dann hat man automatisch auch nicht, dass das da weggeschliffen ist. So, das sollte jetzt doch reichen. Jetzt machen wir die Farbe ab und jetzt gucken. Jetzt lese ich euch einmal in der Nahaufnahme. Der Kleber bzw. das Flüssigmetall ist auch gut runter. Weil ich das jetzt gleich ordentlich das Stück kürzen kann und ja, dann wird die Pfeife schon fast fertig. Auch hier gehe ich wieder hin, mache das genauso wie vorhin auch. Ich sehe gerade, dass das gar nicht funktioniert, weil ich komme hier durch die Neigung gar nicht da dran. Gut, dann habt ihr Glück, dass ihr seht, jetzt könnt einmal, wie man es halt mit diesem Ding macht und wie wir es jetzt gleich machen werden mit einer Säge. Nehmt eine scharfe Säge, denn desto schärfer das Blatt ist, desto besser wird der Schnitt. Und ab steht.
stinkt ein bisschen. Das sieht natürlich jetzt noch ein bisschen kacke da oben aus. So, so sieht das jetzt aus. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen grob aus durch das Absägen. Ist aber nicht so dramatisch, denn wir schleifen das Ganze jetzt nochmal runter. Und ja, dann könnt ihr es auch mit einer Metallfeile machen. Dann geht er ganz vorsichtig da rein und feilt das ab. Jetzt gehen wir nochmal hin und holen hier die paar Sachen, die unschön abgeschliffen waren, sind ab. Wie gesagt, seid vorsichtig, wenn ihr da Strom schleift, dass ihr euch das Metall da nicht kaputt macht oder unschöne Kratzerei macht, die ihr nicht haben wollt. Und ja, im Grunde hätten wir es jetzt damit. Viele Monate später. Ja, jetzt noch mal ein paar abschließende Worte. Jetzt seht ihr die ganze Pfeife hier einmal komplett, wie sie jetzt im Endeffekt fertiggestellt ist. Kleine Sache habe ich noch hinzugefügt. Einmal habe ich mir einen Tepsi-Kohle-Teller geholt. Kriegt ihr zum Beispiel bei Hookerflow oder auch bei Wasserpfeifen. Ne, gar nicht. Ich gucke nochmal, wo ihr die auf jeden Fall bekommt. Auf jeden Fall habe ich beim Hookerflow bestellt. Diesen Tepsi-Kohle-Teller hat einen 4 mm oder einen 4 cm Lochdurchmesser. Musste mir dann noch eine Unterlegscheibe besorgen, die ich dann selber leider auch nochmal aufdremeln musste, weil ich keine passende gefunden habe, dass der Teller im Endeffekt jetzt wirklich auch gut liegt. Die Unterlegscheibe wird nachher nochmal golden lackiert, dass man im Endeffekt wirklich bei diesem goldenen Schwarzton bleibt, beziehungsweise mit der orangefarbenen Bowl, dass das wirklich schön zusammenpasst, denn die silberne Unterlegscheibe ist jetzt meines Erachtens ein nicht so schönes Detail bei der Pfeife, aber das kommt jetzt definitiv auch noch. Das Ganze wird dann verklebt, dass es auch nicht mehr abzunehmen ist. Wir haben jetzt von oben bis unten wirklich eine durchgehende Pfeife. Das Ganze, die ganzen Elemente sind jetzt halt verklebt, nicht mehr auseinandernehmbar. Wir haben, wie gesagt, unten von dem Camber Chamber umgewechselt auf das Open Chamber. Wichtig dazu zu sagen ist nochmal, wenn ihr das Ganze oder wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auch mal zu machen, seid vorsichtig beim Aufbohren, dass ihr nicht erstmal zu tief in die Pfeife kommt und euch was in der Base beschädigt, beziehungsweise dass ihr nicht zu nah an den Rand kommt und euch was beschädigt, denn sonst wird das Ganze sehr instabil und löchrig und ja, das wäre halt schade drum. Ja, was kann ich jetzt zur Pfeife sagen? Also der Millimeterdurchmesser ist jetzt bei der Pfeife bei ein bisschen mehr wie 5 mm. Das ist für mich jetzt auch wirklich schon so das Minimalste, was beim Rauchverhältnis sein kann. Bisschen komisches Deutsch. Was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, diese 5 oder 6 mm, die wir jetzt hier haben, ist für mich das Minimum, was halt geht. So macht es mir noch Spaß, weil man halt wirklich ein bisschen mehr Kraft aufwenden muss beim Rauchen. Aber mehr oder weniger sollte es in dem Fall jetzt auch nicht werden. Ja, dann hoffe ich, dass ihr das oder dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr es mir auf jeden Fall mal unten reinschreiben. Ich hoffe, dass das Ganze auch für die Leute, die das Video gucken, als Anleitung eine gute Hilfe gewesen ist. Ich selber, wie gesagt, muss jetzt meine Videodateien selber gucken, weil das Ganze ist jetzt auch 4 Wochen her und ich hoffe, dass ich wirklich es so gut wie möglich euch detailgetreu zeigen konnte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine ruhige Woche, beziehungsweise natürlich guten Rauch und ich bin damit raus. Haut da rein!